Das hier. Das ist eine Geschichte, mit der kann ich sowohl Akupunktur machen. Jetzt, Klaus, schau mal bitte in meinen Koffer. Da müsste eine. Der steht da vorne. Genau. Das ist eigentlich das neueste Highlight. Also die beiden Highlights, alle drei sind toll. Ja. Also wenn sich jemand was kaufen möchte, dann fangt bitte an mit eurem Handy. Ja. Damit könnt ihr euch selber auch begradigen. Wer noch mehr für die Gesundheit tun möchte, holt sich diesen Stift. Dem Rotlicht. Mit dem Rotlicht plus dem Chip. So, pass auf. Einmal reinschauen. Nochmal reinschauen. Augen schließen. Und jetzt kommt es oftmals schon zu Lichterscheinungen, weil sofort, mit dem Stift wird sofort die Zirbeldrüse aktiviert. Was hat die Zirbeldrüse für eine Funktion? Steuerung sämtlicher Körperfunktionen unter anderem. Das ist der Hauptschalter, das Hauptelement in unserem Gehirn. Das kannst du hiermit aktivieren. Plus Meditation, Anbindung nach oben, Informationen von oben, Intuitionssteigerung, Konzentrationssteigerung, mehr Gesundheit. Ja, hier laufen all die Prozesse ab und die kann ich wunderbar, weil das dritte Auge evolutionär bedingt, dann kann man hier auf die Schilddrüse noch gehen und auf die Thymusdrüse. Evolutionär bedingt ist diese Stelle hier lichtdurchlässiger, wie bei den Walen und bei den Delfinen. Okay? Ganz interessant. Und was man damit noch machen kann, deinen Daumen, hier läuft nach der koreanischen Handakupunktur die Wirbelsäule entlang. Und dann fährst du hier die Punkte entlang und da, wo es ein Missempfinden gibt, da bleibst du eine Minute. Das ist genau die Stelle in deinem Rücken, die Schmerzen oder sonst etwas verursacht. Okay. Ja? Dann kannst du über die... Hast du... Koffer, ja. Ganz kurz mal zeigen, da ist er, ja. Da sind die Stifte drin. Ich habe, nur mal um es kurz zu erwähnen, gerade ähnlich wie bei der Meditation, gleich, was er gesagt hat, so eine Anbindung gespürt. Ich meditiere ja schon seit 10 Jahren und ja. Da merke ich auch manchmal so einen leichten Druck in der Zirbeldrüse. Und das war eben schon sehr stark so. Außerdem habe ich auf einmal besser riechen können und besser hören können, ganz schnell. Also scheint tatsächlich zu funktionieren, ja. Und das hat auch der Professor Edinger jetzt vorgestellt. Ihr könnt, wenn ihr den wissenschaftlichen Hintergrund nochmal hören möchtet, schaut euch timetodo.ch, Zirbeldrüse. Das verlinken wir hier drunter, das Video. Genau. Professor Enrico Edinger, hervorragend, seine Forschung, ja. Das Ganze wird geliefert. Wir haben verschiedene Farben, das ist eigentlich unerheblich, aber mir gefiel dieses Grün mit dem Rot ganz gut. Deswegen haben wir mal so, oder Rot oder Schwarz, wie auch immer. Es sind 3 Ersatzbatterien dabei, aber... Jetzt für die Therapie habt ihr hier eine Handakupunkturkarte. Da findet ihr alles, alle Organe, alle Ebenen. Wer also jetzt zum Beispiel mit deiner wunderbaren Ernährungslehre seine Leber entgiften möchte, findet hier die Leber. Hält sich diesen Stift auf die Leber in der Hand und beginnt automatisch zu entgiften. Und jetzt noch eins. Was brauchen wir alle? Wir brauchen gutes Wasser. Wir brauchen am besten hexagonales Wasser und nicht dieses dipolare oder zweidimensionale Wasser, was verkettet ist in Clustern. Das brauchen wir nicht. Jetzt habt ihr hier den Stift. Jetzt nehmt ihr diesen Stift, hier steht mein Tee, und haltet einfach diesen Stift in diesen Tee, in die Flüssigkeit, in das Wasser, in den Kaffee, meinetwegen auch in den Rotwein. Da wird ein günstiger Rotwein von, fängt mit A an und hört mit all die auf. Der wird richtig aufgepeppt. Ja? Da habt ihr einen richtig, das merkt man auch geschmacklich, sowohl beim Wasser wie beim Wein, wie beim Kaffee, wie beim Tee und so weiter. Weil hier passiert das Gleiche wie, woraus bestehen wir überwiegend? Aus Wasser, ja. Natürlich. Also, der Stift wirkt auf unseren gesamten Wasserhaushalt, genauso wie auf die Getränke. Also, ganz einfach, ihr nehmt den Stift, ich habe den immer hier dabei, wenn ich dann irgendwo mir ein Wasser bestelle, mache ich mir ein hexagonales Wasser daraus, mit diesem Stift. Und jetzt noch eins, was ganz Unglaubliches. Das zeige ich später in all meinen Kursen, die wir 2020 dann geben. Okay. Ihr ladet dieses Wasser auf, trinkt es und seid eingerenkt. Nein.
Es ist so. Das haben wir in zig, in Dutzenden Versuchen immer wieder nachgewiesen. Damit versetze ich die Leute auf Messen in Erstaunen. Demnächst ist wieder Hamburg Lebensfreude. Dann stelle ich da kleine Gläschen mit Wasser hin, lade die auf. Hier steht normales, ein gutes Mineralwasser. Und hier steht das aufgeladene. Ich sage, trinken Sie mal davon, vermesse die noch schief. Ich sage, trinken Sie mal davon. Ja, was ist denn das? Das spüren viele auch und sagen, mein Körper kann mal, das ist unglaublich, Herr Eikenberg, mein Schmerz ist weg. Ich sage, ja, weil durch die Schiefhaltung war ein Nerv quasi belastet, gedrückt. Jetzt hat sich Ihr Körper reguliert und der Schmerz ist weg. Wahnsinn. So einfach ist das. Und das könnt ihr alles mit diesem Stift machen. Wahnsinn. Und es basiert auch alles auf gleich mal Quantenverschränkung etc. Also auf einer Wissenschaft, die heute akzeptiert wird. Genau. Ja? Früher war es noch ein Buch mit 7 Siegeln, weil es kaum einer verstanden hat. Heute ist es einfach so, wir senden laufend Quanten ab, Lichtquanten. Richtig. Jeder Quadratzentimeter der Haut sendet pro Sekunde mindestens 4 Lichtimpulse. Aha. Deswegen sagt man ja manchmal auch, du strahlst heute so. Ja, das ist genau dieser Prozess der Abstrahlung von Licht. Biolumineszenz, oder? Biolumineszenz, genau. Biolumineszenz. Ne? Das machen wir. Und wenn sich diese Lichtquanten, deine Lichtquanten mit meinen Lichtquanten verschränken, dann haben wir diese Möglichkeiten, wenn wir jetzt, Edinger sagt, dieser Chip in Verbindung mit dem Stift macht eine 40- bis 100-fach verstärkte Geisteskraft. Ach, das ist Bodybuilding für das Gehirn. Brainy Bodybuilding. Nicht nur hier die Muskeln, sondern den Muskel hier oben, der ist auch unheimlich wichtig, richtig. Fast noch wichtiger als der. Absolut. Ja? Also der macht Gehirnkraft. 40 bis 100 Fach. Enrico Edinger, Professor für Neurologie. Richtig. Ja? So, und wenn ich den jetzt nehme, verstärke diese Kraft, dann verschränken sich unsere Photonen miteinander. Du empfängst meine Signale, die jetzt von dir ausgelesen werden müssen, weil ich so viel Power habe in meinem Gehirn. Ah, okay. Und das gilt aber auch für denjenigen, der gerade studiert oder seine Mathearbeit schreiben muss oder hochbelastet im Beruf ist. Überall da wirkt es. Licht hinein, den tragen und schon hast du diese Fähigkeiten und Möglichkeiten. Ja. Und nutze sie. Ne? Also ich kann dir wirklich nur gratulieren. Zu deiner Vita, zu deiner Lebensgeschichte, zu diesen genialen Impulsen, die du hier der Menschheit mitteilst. Ja. Und ich denke, wir werden da in Zukunft noch sehr stark zusammenarbeiten und bin sehr gespannt auf die Kurse, die du machen wirst. Ja. Und ich habe heute Geburtstag und du hast mir gesagt, du schenkst mir den hier zu meinem Geburtstag. Genau, das ist und das ist natürlich ein Traum. Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Ja. Aber ansonsten, ich habe ja mal die Preise vorhin angeschaut, die sind recht human. Also, wir wollen das der breiten Masse zur Verfügung stellen. Wir können natürlich da auch Traumpreise für verlangen, zumal es ist einzigartig zurzeit weltweit, was wir hier anbieten. Aber wir halten das wirklich für den Normalverbraucher preislich im Rahmen. Absolut. Es soll sich jeder erlauben können. Und auch das hier, wir verlangen dafür jetzt 199 Euro, ist reines Silber, ist ein ideales Geschenk zu Geburtstag, zu Weihnachten, wie auch immer, oder als Eigenschutz sowieso. Und ihr habt damit die unglaublichsten Fähigkeiten. Ja? Und getragen wird diese Struktur immer zur Haut hin. Aha. Also das nach außen. Sehr gut. Ja, und das zur Haut. Okay. Und dann passiert auch dieser Verschiebeeffekt nicht mehr. Macht euch morgens kurz gerade, legt die Kette um und ihr seid den ganzen Tag über geschützt. Oh, super. Ja? Ja. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank dir. Ja. Ich hoffe, wir werden euch noch mit weiteren Videos bereichern, weil ihr seht ja, es geht hier in der Entwicklung ganz, ganz schnell voran. Falls es euch interessiert, ihr könnt gerne nochmal unten das Video anschauen mit Enrico Edinger. Du hattest auch einen kurzen Auftritt bei Spirit Health. Ja, Kongress. Da bin ich so dazwischen gerutscht. Deswegen dann fing ich an mit der Frage, wie soll ich eine Weltneuheit in 3 Minuten erklären? Ja, hab ich gesehen, ja. Weil ich hatte eigentlich gar keinen Sitz dort, gar keinen Vortrag, nichts gebucht. Und der Veranstalter Ali, der sagte, Mensch Junge, das musst du kurz der Welt erklären, was du hier machst. Warte. Ne? So kam das zustande. Du hast aber außerdem auch ein Biophysiogerät entwickelt. Erübrigt sich das hiermit jetzt? Nein, das Biophysiogerät ist eigentlich für die Anwender in Praxen. Ah, okay. Also wir haben sehr viele Zahnärzte, weil wenn du deine Zähne, deine Implantate, was auch immer machen möchtest, ist es unheimlich wichtig, hier gerade zu sein. Ah, weil alleine stimmt. Durch den Fehlbiss hast du sonst wieder Rückenprobleme. Stimmt. Ja? Deswegen wenden das mehr und mehr auch Zahnärzte an. Die schicken dann nicht ihren Patienten extra zum Osteopathen zum Gerademachen, sondern legen einfach diesen Applikator 2-3 Minuten auf. Der ist gerade und dann Mund auf und die können loslegen. Und du hast eine perfekt sitzende
Implantatstruktur, was auch immer. Und zwar haben wir hier jetzt den Daniel, ein ganz lieber Mitarbeiter von uns. Einfach Arme hängen lassen. Ist ein Shifter. Lass alles raus hier aus den Taschen. Handy vor allen Dingen raus. Ne? Was ist ein Shifter und wieso ist das jetzt ideal? Ja, ein Shifter ist, seitdem wir elektromagnetische Felder intensiv um uns herum haben, wird das Gehirn, gerade die Stellreflexe im Gehirn werden so irritiert, dass die von mir, das ist eigentlich ein Kunstbegriff, den die Medizin bislang noch nicht geprägt hat, die nenne ich Shifter. Das sind Personen, die mal hier auf der linken Seite hochstehen und dann wenige Sekunden später wieder auf der rechten Seite. Wahnsinn. Und das Gleiche natürlich auch im Atlas. Wenn du mal kurz deine Mütze abnimmst, dann messen wir mal unseren Daniel durch. Wir gehen und schauen mal. Genau, geh mal ein paar Schritte vor. Sehr gut. Hier vor die weiße Wand, ideal, sehr gut. Genau, wunderbar. So, hier haben wir eine Wasserwaage. Mhm. Das ist ganz einfach das Prinzip. Wenn die Libelle da in der Mitte ist, ist man gerade, wie beim Mauern. Und wenn die eben halt auswandert, stehe ich rechts oder links entsprechend hoch. So, dann messen wir mal Daniel durch. Das sieht man jetzt auch schon. Ich bin hier sauber auf seinen Beckenschaufeln. Er steht von uns aus betrachtet rechts hoch und seine linke Körperseite sieht man sehr deutlich. Sehr, sehr stark, ja. So, stimmt. Daniel, dann geh mal bitte ein paar Meter. Geh einfach mal bis da hinten hin. Also, wenn es 6:15 ist. Und komm wieder zurück. Ja, kein Problem. Dann erwischt ihr für 2 Versuche. Und stell dich bitte wieder in die gleiche Position. Wir messen wieder. Und jetzt schaut. Jetzt ist genau die andere Seite hoch. Was wollt ihr da noch einrenken oder mit Einlagen regulieren? Da gibt es nichts mehr zu regulieren mechanisch, weil Daniel ist ein sogenannter Shifter. Das heißt, Daniel ist nicht nur ein netter Mensch, sondern er ist einfach hochgradig elektrosensibel. Ja. Wir normal Elektrosensiblen, in Anführungszeichen, wir stellen uns auf einer Seite hoch, meinetwegen rechts und rechts oder rechts und links, wie auch immer. Daniel empfängt alle Signale und die irritieren seine Stellreflexe so, dass Daniel nach einer Lösung sucht. Das heißt, der Körper versucht dann die Stellung, dann versucht er die Stellung, auch nicht, dann wieder die. Und das macht er 24 Stunden rund um die Uhr. Stress für den ganzen Organismus quasi. Stress für den ganzen Organismus, der aber am Anfang noch nicht wehtut. Stress, die Hauptursache aller Krankheiten. Genau. Später äußert sich das dann so, weil er natürlich im Schlaf, in der Nacht, das auch durchmacht. Ja? Äußert sich das so, dass dann mal eine Konzentrationsstörung kommt, ich kann mich heute nicht so wirklich konzentrieren oder ich fühle mich heute, obwohl ich eigentlich 8 Stunden geschlafen habe, immer noch müde. Mhm. Kenne ich. Genau, ja, kennt er schon, sagt er schon jetzt. Ne? Daniel, wir sehen uns gerade zum ersten Mal und das bestätigst du. Ne? Ja. Leute, ich kenne Leute, die haben 12 Stunden geschlafen, angeblich geschlafen, wo sie nicht geschlafen haben, weil sie das durchgemacht haben. Auch gerade hier im Gehirn. Rechts, links, schief, schief, schief. Und dann morgens aufstehen und sagen, Mensch, was fühle ich mich so müde, so platt. Ne? Und wirklich nicht erholt. Das sind diese Stressreaktionen auf Elektrosmog, wenn ich hochgradig sensibel bin. Ich kann jetzt begradigt werden. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ja. Wir haben einmal den Stift, den kann man nehmen, aber wir haben ja heute unser Thema Bewusstsein. Deswegen nehmen wir jetzt einfach mal den Kumpel von Daniel, das ist der Moritz. Der Moritz. Und der Moritz hat hier so einen tollen Chip umhängen. Und das da hinten steht drauf, Geist steuert Materie. Genau. Und jetzt kann der Moritz mit diesem Chip sein Unterbewusstsein, seine Gedankenkraft um das 40 bis 100-fache verstärken. Das heißt, hier findet eine Quantenverschränkung zwischen den beiden statt und der Moritz übernimmt, und du gibst ihm das Vertrauen, übernimmt die Steuerung deines Körpers und reguliert dich ein, dank seiner liebevollen Gedanken. Wir sind Energiewesen, stimmt. Genau, wir sind Energiewesen, genau so ist das, toll. Ja. Und das machen wir jetzt mal, das machen wir. Den mal bitte in die Hand. Muss er ausziehen? Das abnehmen wir am besten. Aber ich frage mich, aus welchem Material das besteht. Reines Silber, 925er Sterling-Silber. Okay. Also damit kann, wenn der Euro mal explodieren sollte, kann man eine Lebensversicherung umhalten, Leute. Ihr kauft euch eine Lebensversicherung mit. Silber wird ja nicht wie Gold. Ja, ich hab's. Okay, dann macht den wieder zu.
Ah, ist wichtig, dass er auch zu ist? Ja, und dann mache ich so, dann findet auch eine schöne Verschränkung. Ich lege einfach die Kette um das Handgelenk. Dann haben wir einen schönen Energiefluss. Okay. Und dann den Daumen oben auf die Kornfeldstruktur und das zwischen Mittel- und Ringfinger. Okay. So halten. Kette hier. Kriegst du hin, oder? Krieg ich schon. Kriegst du. Komm ich ja gerade richtig hier, um diesen wertvollen Besuch zu empfangen. Es gibt keine Zufälle, mein Lieber. Ja, Mann. Okay, nee, der eine Finger ist falsch. Mittel- und Ringfinger. Okay. Genau. Es funktioniert auch mit dem Zeigefinger. Ach so. Geht auch. Ne? Aber da ist der Energiefluss noch mal ein bisschen. Genau. So, jetzt weiterer Schritt. Kurz anschauen, in die Augen schauen. Das ist die Verschränkung von Seele zu Seele. Und dann erlaubst du bitte dem Moritz, dass er dich gerade machen darf. Hab ich. Okay, und jetzt gehe ich mit dem Moritz mal weg. Ihr habt Kontakt aufgenommen, du hast die Erlaubnis und wir gehen einfach da hinten in die Ecke. Zur Demonstration, dass es auch über die Ferne wirkt, egal wie weit. Der Moritz kann jetzt in Australien sein, in Sydney und denkt an den Daniel und Daniel wird gerade. So verschränkt sich das, weil diese Energie hat weder Zeit noch Raum. Stimmt, nur Zeit, ja. Okay, so, du legst los. Daniel, bleib bitte einfach stehen und schließ die Augen. Okay. Ganz normal stehen, Augen schließen und der Moritz stellt sich jetzt den Daniel absolut gerade vor im Becken, im Atlas, gerade Wirbelsäule, geerdet und ein Schutzfeld um ihn herum gegen Elektrosmog. Bitte. Kannst du Musik kurz ausmachen? Kannst du als Experte jetzt schon an ihm sehen, dass sich da was tut? Ja, ist gerade. Jetzt schon. Ist schon gerade. In Nullzeit. Das geht quasi in Nullzeit. Verschränkung geht in Kann ich Augen wieder öffnen? So, Augen wieder auf. So. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Mal ein Wunder. So, schön hier wieder palpieren. Und du bestätigst mir, dass ich absolut auf deinem Beckenschaufeln bin, Daniel? Ja, fühlst du das, Daniel? Bin ich drauf? Ja. Ja? Und wir sind hier absolut in der Mitte. So schnell geht heute einrenken dank Geisteskraft und Quantenphysik. Fantastisch. Oh, Quantenphysik. Wunderbar. Ja. Und jetzt schauen wir mal kurz rein. Atlas. Ich leg das mal aus der Hand. Ich kann mich auch dahinter Daniel stellen. So kann das auch jeder im Spiegel machen, ne? Oh ja. Auch sehr gerade. Ja? Ja. Wie hat man jetzt gesehen, dass es gerade war? Einfach die Finger in die Ohren stecken, in die Gehörgänge, nicht so tief. Und dann vorm Spiegel sich anschauen. Ach so, und schön gerade die Finger. Schön gerade die Finger. So, es kann sonst so sein. Genau. Es kann so sein oder so sein. Genau. Und jetzt lauf bitte mal. Eben hat er sich ja nach dem Bewegen auf der anderen Seite wieder hochgestellt. Das ist jetzt quasi unser Test. Stelle ich bitte wieder her. Und wir messen wieder. Und es bleibt gerade. Daniel, jetzt hast du ein Handy, ne? Ja. Okay. Was ist da drauf? Was habe ich dir gestern gegeben? Genau, habe auch diesen 5G-Chip. Dann zeig mal den Chip. 5G, dann habe ich hier die Heilinformationskarte und... Ja. Und was hast du drauf? Den Vita-Chip noch. Okay. Und clevererweise hast du schon den Brainy, den er entwickelt hat. Haben wir noch ein ungeschütztes Handy? Hier schwer zu finden. Ja, hier schwer zu finden. Oh. Sehr gut, perfekt. Ist ungeschützt? Ja. Oh mein Gott. Okay. Gefährlich. So, dann nimm das mal bitte. Dass du deine Mitarbeiter eigentlich so rumlaufen lässt. Stimmt. Okay. Oh, halt so fest. Ich weiß nicht, und da beginnt das Spiel wieder. Sofort. Und ist es jetzt auf der Seite, auf der das Handy geschiftet nimm's in die mal Richtung? Bitte, genau. Nimm es mal bitte Hand. In die andere Hand. Wir warten einen kleinen Moment. Jetzt muss er natürlich über die Mitte... steuert jetzt sein Gehirn die andere Seite hoch und jetzt ist er auf der anderen Seite hoch. Aber wie? Verrückt, ne? Wahnsinn. Also so seht ihr, das ganze Eingrenken und Einlagen macht überhaupt keinen Sinn mehr, weil es wirkt nicht. Ja. Ja? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt tritt mal der Moritz bitte den Chip
an Daniel ab. Aha, und dann probieren wir es mit dem Handy nochmal. Und dann probieren wir das nochmal mit dem ungeschützten Handy, was dann mit Daniel passiert. Und die Struktur bitte, Daniel, hier auf der Haut tragen. Da unter das. Oder soll ich es dir anlegen? Das wäre sehr nett, danke schön. Wie wir doch sind. So diese Kornkreisstruktur, ja, die da von unseren Freunden, genau, entstanden ist, im englischen Rapsfeld, die trägt man auf der Haut. Aha. Genau. Muss die direkt auf die Haut oder reicht das? Ja, die muss direkt auf die, okay, Haut. Man muss Hautkontakt haben. Ne? So, schwupps, zack. Jetzt nochmal das Handy. Okay. Warte, jetzt messen wir jetzt erst. Messen wir erst mal. Ach so, jetzt müsste es theoretisch schon wieder gerade. Jetzt theoretisch, wenn man das Handy dann aus der Hand legt, ist man wieder gerade, bis man wieder das Handy aufnimmt. Oh. Dann wird man wieder, okay, schief. Ne? Aber dieser Effekt des sich selber gerade Stellens, der verliert sich. Einfach Arme hängen lassen, bitte, Daniel. So, wir gehen hier richtig drauf. Ja. Und da bist du gerade. Ja. Gerade, gerade. Ja. Ja. Okay. Sehr schön. Okay. Ein Handy. Ein Handy, ein ungeschütztes. Ein ungeschütztes Handy. Und jetzt müsste, theoretisch wäre er jetzt wieder schief, das hatten wir eben. Theoretisch wäre Daniel jetzt ohne Chip wieder schief. Mhm. Mit Chip haben wir schon. Und mit Chip, und jetzt können wir den Wirkungsnachweis auch machen. Mit Chip bist du, oh ja, gerade geblieben. Wahnsinn. Ja? Und jetzt nehmen wir den Chip mal ab. Du bleibst mal in dieser Position. Ich nehme dir mal den Chip ab. Jetzt machen wir den Gegenversuch. Das ist ja cool. Ja, ja, vor allen Dingen, so krass, was ist das sonst Beste? Wir können, man kann alles physikalisch noch so messen mit genauen Messinstrumenten. Aber was ist wirklich das beste Messinstrument? Der eigene Körper. Richtig. Ja, wie reagiert mein Körper auf Umweltbedingungen? Die eigene Studie ist der beste Körper. Genau, so. Und jetzt schaut, da haben wir wieder das alte Bild sofort. Oh ja. Richtig schön schief. Ne? Wahnsinn. Ja, da haben wir den Nachweis, den eindeutigen Nachweis. Das ist Wissenschaft. Ne? Merkst du auch. Viele merken auch, wie sie sich dann verstellen. Krass. Ja, also Leute, ich kann euch nur empfehlen, schützt euch. Super. Ja. Vielen herzlichen Dank, super Abschlusswort. Ja, danke dir auch, Daniel, für dieses schöne Video. Sehr gut. Also Leute, ihr seht, wir haben zwar auf der einen Seite einen tiefen Abgrund, auf den die Menschheit zutrifft, auf der anderen Seite schon alle Lösungsansätze da. Die ganze 5G-Strahlung etc., die uns so bedroht, kann ganz einfach umgepolt werden und genutzt werden, um uns zu begradigen und wieder, sage ich mal, in mehr Kraft, in mehr Erfolg, in mehr Glückseligkeit zu bringen. Ich danke dir für dein geniales Leben. Dankeschön. Und, hoffe, wir sehen uns noch öfter. Leute, bleibt dran. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst uns ein Abo da und alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrotten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden.
Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.